Hallo zusammen, da sind wir wieder bei Deponia und werden hier weiter Chaos stiften. Wir wollen ja die Katze. Moment mal, hier ist ein kleines Schild aufgenäht. Wir müssen draußen bleiben. Und darunter ist ein niedlicher Welpe abgebildet, der kein Mitglied beim unorganisierten Verbrechen ist. Normalerweise ignoriere ich ja jede Art von Hinweisschild. Aber verflucht, der Welpe ist wirklich niedlich. Oh, da ist ein Knopf, da drücken wir mal drauf. Da ist die Katze. Kitty, ach wie süß. Die wollten wir ja rasieren. Wir haben ja hier ein Rasiermesser, Fisch und dann... Die Hauskatze eines kriminellen Syndikats zu rasieren, wäre voll extrem. So extrem, dass sie mich garantiert zum Ehrenmitglied ernennen. Dann wollen wir doch mal. Was soll das denn? Das ist ja nur eine Stoffkatze. Aber wo ist denn die echte Kitty? Egal. Oh oh. Was hast du getan? Das wird dem Boss aber nicht gefallen. Abwarten. Boss! Boss! Und jetzt kommt der Boss. Sitzt meine Frisur? Ach, was für eine Frage. Natürlich sitzt sie. Was? Wer? Was soll das? Wo ist der Boss? Hinter dieser Verrückten da? Ich habe einen Eindringling erwischt. Oh, arme Kitty! Brave Kitty! Kitty, Kitty, Kitty! Dieser kleine Nichtsnutz hat Kitty rasiert. Wie sollen wir mit ihm verfahren? Das war auch mein Gedanke. Aber das sind doch nur Zuckungen. Diese Frau leidet unter Spasmen. Bravo, jetzt hast du sie vollständig verärgert. Also, noch irgendwelche letzten Worte? Ich habe Donna ein Angebot zu unterbreiten. Okay, Donna ist ganz Ohr. Vergesst es. Ich verhandle nicht mit Verbrechern. Wie du willst. Nur zu. Ein schneller, schmerzhafter Tod ist immer noch besser, als diese Farce weiter erdulden zu müssen. Donna sagt nein. Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Also jetzt bin ich verwirrt. Ist das dein Ernst oder nicht? Ha, sie hat genickt. Hast du gesehen? Ja, aber ich kann es kaum glauben. Das heißt wohl, dass du jetzt einer von uns bist. Herzlichen Glückwunsch. Rufus. Rufus, genau. Das schaffen nicht viele. Zwei bislang. Wie auch immer das vonstatten ging. Ah, nee, das war falsch. Ich wollte ja die Finger. Also wieder rein. Und mal gucken, wo war jetzt dieser... Da muss man lang, okay. Na endlich. Meine eigene Turnierhand. Die haben wir jetzt und dann können wir jetzt ja Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Was soll das werden? Eine Herausforderung? Zeig mal her. Yep. Das sind tatsächlich echte Turnierfinger. Und sie sind nicht gezinkt. Dann kann es ja losgehen. Bereit für eine Partie Snick, Snack, Snuck?
Ich bin bereit. Na dann, hoch die Finger. Schnick, schnack, schnuck. Okay. Starten wir. Gewonnen! Du musst zwei Finger abtreten. Was? Na, was dachtest du denn, worum es hierbei geht? Na los, Hand auf den Tisch. Ich sagte doch, du hast keine Chance. Willst du nochmal? Oh shit, jetzt haben wir nur noch zwei Finger. Na gut. Verdammt, du lernst schnell. Offenbar muss ich bei dir tiefer in die Trickkiste greifen, um zu gewinnen. Wir müssen ja mit Steinen irgendwie Finger wegnehmen. Mist, der ist ja fest. Blöd. Ein Meer geht eigentlich auch nicht, die wurden uns ja abgeschnitten. Nein, das geht nicht. Genau. Ja, dann. Das sollte reichen. Okay. Aber was ist das? Die sind ja gezinkt. Jeder Versuch zu schummeln gilt als verlorene Runde. Du musst zwei Finger abtreten. Aber jetzt haben wir ja einen Stein. Was zum... Du hast gewonnen. Und dabei sind das meine Glücksfinger. Naja, was soll's. Solange ich noch Finger übrig habe, ist es nicht vorbei. So, nochmal gelingt dir das nicht. Bist du bereit für den Showdown? Sollen wir nochmal Stein? Was zum... Du hast gewonnen. Und dabei sind das meine Glücksfinger. Naja, was soll's. Solange ich noch Finger übrig habe, ist es nicht vorbei. So, nochmal gelingt dir das nicht. Bist du bereit für den Showdown? So, weil er müsste jetzt ja alle Finger los sein. Probieren wir es jetzt mal damit. Nein! Mist. Ha! Gewonnen! Du musst zwei Finger abtreten. So, hier, Start. Was zum... Du hast gewonnen. Und dabei sind das meine Glücksfinger. Naja, was soll's. Solange ich noch Finger übrig habe, ist es nicht vorbei. So, nochmal gelingt dir das nicht. Bist du bereit für den Showdown? Na dann. Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte. Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte. Hat der ja immer eine Schere. Probieren wir es halt immer so. Ah! Ha! Gewonnen! Du musst zwei Finger abtreten. Aber jetzt hat er nur noch Stein. So. Ah, wieso hat er jetzt wieder Schere? Ha! Schickt er sich gewonnen. Da meine du musst Finger zwei an? Finger abtreten. Aber was ist das? Die sind ja gezinkt. Jeder Versuch zu schummeln gilt als verlorene Runde. Du musst zwei Finger abtreten. Hey. Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte. Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte. Haut mir ja immer die Finger ab. Mist. Nochmal Schere? Du spielst ganz schön riskant für einen Anfänger. Aber was ist das? Die sind ja gezinkt. Jeder Versuch zu schummeln gilt als verlorene Runde. Du musst zwei Finger abtreten. Ach nein, komm, jetzt hier mal. Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte.
Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Huh? Na, warte. Es geht ja jetzt eigentlich nicht anders. Verdammt! Du lernst schnell. Offenbar muss ich bei dir tiefer in die Trickkiste greifen, um zu gewinnen. Machen wir das nochmal. Okay. Wird er auch immer Stein? Verdammt! Du lernst schnell. Offenbar muss ich bei dir tiefer in die Trickkiste greifen, um zu gewinnen. Dann versuchen wir es jetzt mal mit Papier. Unmöglich. Du. Jetzt hat's. Ja? Du hast mich besiegt. Ich sage es immer wieder. Leg dich nie mit Rufus an. Ich habe dich offenbar unterschätzt. Aber sei es drum. Ich bin ein ehrenhafter Spieler. Und um ein Wort zu halten, das geheime Klopfzeichen geht folgendermaßen. Kannst du dir das merken? Ich weiß nicht. Kann ich es nochmal hören? Verrat es aber niemandem weiter. Niemandem außer Goal. Was war das? Ich brauche jetzt Alkohol. Ich auch. Reden wir mal mit ihr. Hm? Oh, du bist es. Wie schön. Es ist vollbracht. Wir sind Widerstandskämpfer. Wirklich? Klar. Ich kenne sogar das geheime Klopfzeichen. Wow. Worauf warten wir noch? Wir müssen zu Janosch, um unsere Instruktionen abzuholen. Wer als erstes da ist. Aber, hey, stopp! Mist. Dann gehen wir ihr mal schnell hinterher. Auf zu Janosch. Oh, der ist hier. In der dunklen Gasse. Probieren wir mal unser Glück mit dem. Rue Refus, Rue Refus, Rue Refus, super duper diffus. Ach, man kann über diese Schwarzmarktpenner sagen, was man will. Aber sie verstehen was von guter Musik. Nein, warte. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Ich weiß, ich habe da nur was durcheinander gekriegt. Das Klopfzeichen ging... Du, du, da, du, 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 da. Und wieder falsch. Verzieh dich. Mist, das liegt nur an diesem schmissigen Groove, den sie auf dem Marktplatz spielen. Dann machen wir halt Folgendes und drehen die Musik einfach leiser. So, machen wir aus. Vielleicht kann sich dann unser guter Rufus besser konzentrieren. Ja. Das könnte hinkommen. Na endlich. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich konnte mir das neue Klopfzeichen nie merken. Könntest du zur Sicherheit noch einmal das alte klopfen? Aber das ist doch die reinste Schikane. Wenn du einer von uns bist, müsstest du es eigentlich noch kennen. Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Wolltest du nicht klopfen? So, das reicht. Ich komm jetzt raus. Bei Klopfstreichen verstehe ich keinen Spaß. Na nu? Hier ist ja niemand. Dann war es wohl doch kein Klopfstreich. Das ist nicht das neue Klopfzeichen, Liebold. Ja, ich habe es wieder vergessen. Kann ich nicht einfach das alte benutzen? Ach, ja, okay. Aber nur, weil du es bist. Jetzt aber. So, jetzt machen wir das nochmal. Hey, das war richtig. Natürlich war's das. Na dann, worauf wartest du noch? Komm rein, die Tür ist offen. Die Tür ist... Was?
Na, jetzt machen wir die Musik wieder an. Cole ist schon da. Ah, noch ein neuer Rekrut. Endlich bekommt unsere Sache den ihr gebührenden Schulauf und angemessene Aufmerksamkeit. Wie war das? Was bekommt ihr? Schulauf. Und? Angemessene Aufmerksamkeit. Was ist denn so witzig? Aufhören! Nein, warte, nicht aufhören! Kannst du mir mal verraten, worüber du dich hier so kaputt lachst? Bravo, grandios. Aber mal im Ernst, was ist das hier für ein Laden? Eine Art Zirkus? Ich suche nämlich eigentlich das Versteck des Widerstands und kein Kinderfasching. Du bist richtig hier. Genau. Fasching war letzte Woche. Habt ihr in nächster Zeit irgendwelche Aktionen geplant? Freitag ist Karaoke-Abend. Ich hatte eigentlich an Unternehmungen gedacht, die den Organon zum Sujet haben. Wie zum Beispiel ein Attentat auf Amtmann Argus. Gerade letzte Woche hat Janosch aufrührerische Flugblätter verteilt. Das ist zwar lahm, aber wenigstens ein Anfang. Ja, leider hatte er nur eine Kopie gemacht und ich musste bei Garlef mit reinschauen. Ich hatte Zahnbürsten, die mehr Widerstand gegen den Organon geleistet haben. Warum hast du sie nie benutzt? Hallo, Rekrut. Was gibt's? Ihr wollt eine Widerstandszelle sein? Für mich seht ihr aus wie ein Haufen Versager. Das mag dein erster Eindruck sein. In Wirklichkeit sind wir aber ein verwegener Haufen. Janosch, will dein neuer Freund auch einen Orangensaft? Nein, danke, Mama. Wo waren wir gleich? Bei eurer Verwegenheit. Ist ja auch egal. Wenigstens haben wir einen Plan. Was ist denn dein Plan? Wir sitzen hier und diskutieren, essen Chips und beschweren uns über die Ungerechtigkeit der Unterdrückung durch den Organon. Und was genau wollt ihr damit bewegen? Bewegen? Wer sagt denn was von Bewegung? Naja, steckt das nicht irgendwie in diesem Wort? Untergrundbewegung? Ach so. Naja, ja. Wir bewegen uns ja auch. Die Bewegung rund um die Sonne und weg von anderen Kontinentalplatten ist damit nicht gemeint. Oh, Dein Plan ist Mist. Meine Güte, du kannst das Wort Plan ja nicht einmal richtig aussprechen. Wenn du einen besseren Plan hast, dann raus damit. Ich habe einen Plan. Pardon? Einen Plan. Ah, ein Plan. Es klang irgendwie nach Plan. Aber wenn du einen Plan meinst, da bin ich sehr gespannt. Leg einfach deine Dias in den Dia-Projektor. Sind das etwa Pappschwerter? Was denn? Wir sind Pazifisten. Gesundheit. Ich bin hier, um Goal abzuholen. Unmöglich. Sie muss mir bei wichtigen Dingen assistieren. Bitte, was muss sie? Assistieren. Sperr doch mal die Lauscher auf. Goal braucht dringend eine Operation. Im Widerstand muss man auch Opfer leisten. Und was ist, wenn sie einen bleibenden Hirnschaden davonträgt? Dann hat sie einen bleibenden Hirnschaden für die gute Sache davongetragen. Ich muss hier raus. Das Klo ist oben rechts neben der Haustür. Viva la Revolution! Okay, legen wir mal unsere Dias ein. Und teilen ihnen unseren Plan mit. Was wird denn das, wenn es fertig ist? Ich nehme die Sache jetzt in die Hand. Ihr wollt den Organon stoppen? Meinetwegen. Aber dafür braucht ihr auch den richtigen Anführer. Mit Mut, Charisma. Check. Check. Einer einigermaßen verständlichen Aussprache. Check. Kurzum, jemanden, der es zur Not auch allein mit dem Organon aufnehmen würde. Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk ist ganz charismatisch. Ich meinte mich, ihr Trottel. Bring mich nicht zum Lachen. Was qualifiziert dich denn bitte für so eine wichtige Verantwortung? Was schon? Ich habe einen Plan. Oh ja, eine Dia-Show. Das wird bestimmt super spannend. Seht her und staunt. Oh, was ist denn das? Ein Fleck? Man kann ja gar nichts erkennen.
Okay, jetzt müssen wir gucken, dass er alles vernünftig ausspricht. Also, der spricht alles nach, der Janosch. Und wenn wir jetzt Rupus zum Lachen bringen, hört uns keiner mehr zu. Also, ich hoffe, wir können mit Symbol am besten arbeiten. Ein Symbol. Ein Symbol? Wie geheimnisvoll. Ich finde den Plan jetzt schon spannend. Regelrecht mystisch. Mit einem Hauch von Legende. Schnauze, Liebold. Was symbolisiert es denn? Es zeigt, was aus uns wird, wenn wir nicht umgehend handeln. Wow, was für ein Schocker. Mit rhetorischen Tricks kennst du dich ja offenbar aus. Aber hast du auch irgendwelche Beweise für deine Behauptung? Und wie ich die habe? Hier. Was ist das? Das ist eine Organon-Basis. Der finstere Fiskus hat solche Basen rund um den Planeten verteilt. Das ist beunruhigend. Ich hab Angst. Ich verstehe das nicht ganz. Warum sollte der Organon solche Türme bauen? Was ist der Zweck dieser Basen? Der Organon will den Erdball ausradieren. Was? Aber bist du dir da ganz sicher? Hundertprozentig. Es ist wahr. Der Auftrag kommt vom Elysianischen Ältestenrat. Sie wissen nicht, dass Deponia bewohnt ist. Unfassbar. Aber was wollen wir dagegen unternehmen? Wir müssen uns wehren. Ein Angriff auf den Organon? Bist du denn des Wahnsinns? Wir wissen ja nicht einmal, wo wir zuschlagen müssen. Wissen wir doch. Was ist das? Das hier ist die Lage einer dieser Organon-Basen. Sie ist das Ziel unserer ersten Aktion. Wow, der Mann ist wirklich gut vorbereitet. Ich dachte, es gibt hunderte von Sprengtürmen. Warum sollen wir ausgerechnet den da angreifen? Argus will hier eine Bombe... Ja, was will er damit machen? Das hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Es gäbe keine Überlebenden. Diese erste Bedrohung abzuwenden hat also oberste Priorität. Wie schrecklich. Rufus hat recht. Wir müssen das um jeden Preis verhindern. Aber was dann? Was ist mit all den anderen Bombentürmen? Wir haben noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Bis hierhin habe ich alles verstanden. Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen? Ich mach das. Das musst du nicht, Janosch. Ich kann das auch machen. Nein, nein, ich mach das schon. Oh, oh, jetzt nur nicht lachen, Rufus. Zeig noch mal das erste Dia. Genau. Was war das noch gleich? Eine Organon-Basis. Der Organon will den Erdball ausradieren. Wir müssen uns wehren. So weit, so gut. Und was ist das hier? Die Lage einer dieser Organon-Basen. Argus will hier eine Bombe hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Sind fast durch. Wir haben aber noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Ihr habt alles verstanden. Bravo. Das ist ja alles schön und gut. Aber was bringt uns das? Zurzeit befindet sich ein elysianischer Inspektor namens Cletus hier auf Deponia. Bol hat ihn begleitet. Darum ist sie überhaupt hier. Mit ihren Codes lässt sich das letzte Hochboot in Porta Fisco aktivieren, das sie zurück nach Elysium bringen soll. Wir müssen Elysium davon in Kenntnis setzen, dass Deponia bewohnt ist. Darum werde ich Goal nach Elysium bringen. Aber natürlich. Ihr könntet versuchen, den Ältestenrat umzustimmen. Wenn sie erfahren, dass Deponia bewohnt ist, werden sie die Sprengung abblasen. Aber warum solltest ausgerechnet du nach Elysium gehen? Weil ich dem Inspektor zum Verwechseln ähnlich sehe. Das kann doch gar nicht sein. Ist aber so. Rufus und Cletus könnten Zwillinge sein. Ein merkwürdiger Zufall. Es kommt noch besser. Argus Kreuzer hat an dem besagten Sprengturm angelegt. Seine Mission ist es, Cletus und Goal zum Hochboot nach Porta Fisco zu bringen. Während des Angriffs können Goal und ich das Chaos nutzen, um Cletus zu überrumpeln. Ich werde dann seine Stelle einnehmen. Was sagt ihr? Seid ihr dabei? Das klingt sehr riskant. Aber es ist unsere einzige Chance. Gibt's noch irgendwelche Fragen? Mhm.
auf Ruvus, unseren neuen Anführer. Ui. Yay! Das war so, auch die dritte Gaul überzeugt. Du hast Janosch wie einen kleinen Idioten aussehen lassen. Was ja auch kein Wunder ist, wenn er sich mit jemandem von meiner Größe misst. Und was passiert jetzt? Ich schätze, da du dir jetzt wieder einig bist, könnten wir mit der Operation beginnen. Schade irgendwie. Ich fühle mich seltsam unbeschwert, so ganz ohne meine noble und meine sportliche Seite. Ich könnte mich auch dran gewöhnen, drei Gauls zu daten. Aber Rufus. Was denn? Ich mag halt all deine Facetten, Baby. Oh, das hast du so schön gesagt. Gibst du mir die Datasetten? Ich vermisse die anderen beiden ja schon irgendwie. Und du kommst auch gleich nach in Docs Labor, ja? Sie steht auf mich. Was ist denn hier los? Janosch? Psst, ich muss hören, was da drin vor sich geht. Wieso? Was geht denn da drin vor sich? Und was treibt ihr überhaupt hier? Wir setzen deinen Plan in die Tat um. Was denn sonst? Mein Plan? Ja, du hattest natürlich vollkommen recht. Durch bloßes Rumsitzen und nichts tun kann man keine Revolte starten. Und darum werden wir proaktiv die Datasetten erbeuten. Moment mal, bei diesen Datasetten handelt es sich um das Bewusstsein meiner Freundin. Freundin? Das hättest du wohl gern. Zuallererst ist Gol eine funktionierende Widerstand. Sie wird sich natürlich für die gute Sache opfern. Opfern? Sag mal, spinnst du jetzt total? Leider hat noch eine andere Organisation Wind von den Aufstiegsgots bekommen. Oder sollte ich lieber Unorganisation sagen? Was denn? Du meinst Donner? Genau. Das unorganisierte Verbrechen hat sich in Docs Labor verschanzt. Sie haben Doc und Gol als Geiseln genommen und wollen so ihren ungehinderten Abzug erbrechen. Aber die Revolution lässt sich nicht erpressen. Sobald es zur Wollenstunde schlägt, stürmen wir die Bude einfach. Das heißt, Galef stürmt und ich halte mit Libold die Stellung. Was? Das ist doch Wahnsinn. Genau. Ich kenne diese Leute. Die sind zu allem fähig. Ihr werdet nur euch selbst umbringen. Also mich. Das ist das Los eines Freiheitskämpfers. Immer bereit für die gute Sache zu sterben. Wartet damit bitte noch. Vielleicht fällt mir noch was ein. Was hast du vor? Was wohl? Ich gehe da jetzt rein. Aber da drin wimmelt es von unorganisierten Verbrechern. Mit denen werde ich schon fertig. Hey, aufmachen. Ich bin's, Rufus. Ja. Könnte ich kurz reinkommen? Das geht nicht. Du kannst gleich das Portal benutzen. Aber erst musst du noch was für mich erledigen. Hier. Was ist das? Noch eine Fernbedienung? Ah, die von Libold. Es ist scheinbar ein älteres Modell, aber... Hey, ich weiß doch wohl, wie man eine Fernbedienung benutzt. Natürlich weißt du das. Libold ist der Dicke, oder? Ich frag nur, weil ich gar kein Implantat gesehen habe. Du schaffst das schon. Wenn du fertig bist, kannst du das Portal benutzen. Dann erkläre ich dir alles. Hä? Welches Portal denn? Vertrau mir. Und kein Wort zu Janosch. Was war denn das jetzt? So, unser Inventar ist ganz schön aufgeräumt. Wozu wohl all diese Knöpfe gut sind? Ich drück einfach den größten. Und zapp. Oh, schaut mich an. Ich habe einen wichtigen Auftrag erfüllt. Jeder Affe hätte das gekonnt. Ätzend. Dann gehen wir doch mal rein. Na endlich. Was brauchst du denn so lange? Nur weil du aus der Vergangenheit kommst, heißt das noch lange nicht, dass du so trödeln kannst. Hä? Was ist denn hier los? Bist du das, Cletus? So ein Quatsch. Ich bin natürlich dein zukünftiges Ich. Diese Portale sind Raumzeitkrümmungen. Und das hier ist die Zukunft. Man nennt ihn Ruf. Hey, das ist mein Jingle. Jetzt nicht mehr. Ich bin aktueller, weiser und vor allem lässiger. Ach ja?
Dafür sehe ich nicht so alt aus wie du. Was? Du verdammter Milchgesichtiger. Ich würde dich Jungspund ja übers Knie legen, aber ich kann nicht, weil die Altersschwäche schon eingesetzt hat. Mann, du bist so ein Schwächling. Du kannst unmöglich ich aus der Zukunft sein. Ich sag das doch nur, um ein Zeitparadoxon zu verhindern. Das könnte ja jeder behaupten. Du hast einfach keine Ahnung von Zeitreisen. Hab ich wohl. Hast du nicht. Gib dir keine Mühe, Cletus. Ich bin nicht Cletus. Ich komme aus der Zukunft, du Auflaufmodell. Du nennst mich Auflaufmodell? Ja, weil du eins bist. Ein dummes, zurückgebliebenes Auflaufmodell. Ich möchte einen Beweis. Meinetwegen, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Ein einfacher Test wird zeigen, dass du nichts weiter bist als ein aufgeblasenes Großmaul. Oder du. Genau. Also, woran denke ich gerade? Oh, warte. Ich erinnere mich. Du denkst an Zwiebelzubel. Voll daneben, du Niete. Zwiebelzubel, das ergibt ja nicht mal einen Sinn. Ich wusste gleich, dass du ein Betrüger bist. Bin ich nicht. Ich musste das sagen, um kein Zeitparadoxon zu erzeugen. Genau. Gib doch einfach zu, dass ich dich besiegt habe. Wieso? Woran hast du denn gedacht, wenn nicht an Zwiebelzubel? Nun ja, Zukunfts-Ich, alte Socke. Ja, das ist ja eine Überraschung. Da bist du ja. Sag ich doch. Können wir jetzt endlich weitermachen? Du musst da rein und Goal befreien. Sie ist also tatsächlich da drin? Geht's ihr gut? Keine Panik. Wink und Nod sind außer Gefecht gesetzt. Wie jetzt? Du hast sie ganz alleine überwältigt? Ein Klacks. Du scheinst tatsächlich ich zu sein. Wie hast du das angestellt? Das, findest du schon noch raus. Ich werde mich derweil um die Rebellen kümmern. Boah, ist das etwa eine Knarre? Nein, das ist ein Bananenschälgerät. Natürlich ist das eine Knarre. Darf ich auch mal? Nicht jetzt. Du musst in das Labor und Goal befreien. Schon vergessen? Warum befreist du nicht Goal und ich kümmere mich um die Rebellen? Können wir das nicht irgendwie vorspulen? Vertrau mir. Du hast es vorhin bereits getan. Wenn du es also gleich tätest, wäre es da drüben jetzt bereits schon wieder passiert. Ja. Ist doch logisch. Also ich hab's beim ersten Mal verstanden. Genau wie ich. Na gut, dann befreie ich Goal halt. Bestimmt mache ich das viel lässiger als du. Die ist hinterher viel freier als bei dir. Mach's bitte genauso lässig wie ich. Sonst löse ich mich auf. Das ist ganz schön schmerzhaft, weißt du? Recht so. Rufus. Ja, ja. Schon klar, du Spielverderber. Aber danach bekomme ich die Knarre, richtig? Ja, doch. Durch das Portal. Ah ja. Und beeil dich. Hier schlägt es gleich zur vollen Stunde. Dann stürmen die Rebellen die Praxis. So ein Idiot. Doc, Goal, ihr lebt noch. Was ist da los? Rufus, was treibst du da? Chillen. Töten! Beißt ihm die Augen aus! Ich glaube, das ist diesmal nicht nötig, Boss. Es ist Rufus. Der gehört zu uns. Was hattest du denn in Docs Asbestlager verloren? Ich brauchte Asbestplatten und hab mich versehentlich eingesperrt. Ja, da muss man vorsichtig sein. Auf diese Weise habe ich zwei Tanten verloren. Aber gut, dass du kommst. Wir sitzen in der Falle. Irgendwelche Extremisten sind hinter unseren Aufstiegscodes her. Euren Aufstiegscodes? Wir waren gerade dabei, sie in unsere Unternehmensmasse zu überführen. Warum auch die Brechstange? Wenn sie nicht bald abziehen, müssen wir uns den Weg freischießen. Knallt sie ab! Tabula rasa! Wartet! Ich habe einen Plan. Dann sieh zu. Wink juckt schon der Finger am Abzug. Verfluchte Nickelallergie. So, wie es hier weitergeht, wie wir Goal und Doc befreien, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.